Dann wickel ich mit dem Faden, ich halte das beides so fest, den Fasson noch mit, weil jetzt im ersten Moment könnte der Fasson noch verrutschen. Drei, vier Mal. Und jetzt wird's spannend. Ja, das schneidet ein bisschen rein, das tut auch ein bisschen weh, aber es ist schön, wenn es hinterher wieder aufhört. So, und jetzt wickel ich langsam und gucke immer auf der Seite. Und dann drehe ich das auf der anderen Seite. Wunderbar. Es ist alles schon eigentlich dicht, aber ich wickel trotzdem bis zu der Markierung, die die Hülse mir hinterlassen hat. So. Zwischendurch lasse ich mal wieder ein bisschen Hast Blut du in die gar nicht Finger. bis zum Ende denn? Bist du nicht Na, bis ich habe ja zum jetzt die Zwinge ein Stückchen höher geschoben. Ja? So, und jetzt wickel ich nach unten. Ich bleibe, das nenne ich meinen Tischbeinfaden, rechts vom Tischbeinfaden. Die Leute, die versuchen links vom Tischbein zu fahren, haben ein großes Problem, weil das nicht richtig funktioniert. Okay. Das wickel ich jetzt bis nach. Luft rein, Blut reinlassen dann. Bis unten, das geht jetzt relativ flott. So, jetzt nehme ich alles in die linke Hand. Schön wäre es, wenn ein Messergriff bereit liegt. Damit Das schneide ich das Tischbein ab. abgeschnitten wird. Damit schneide ich das ab, sonst ist es doof, wenn man das Messer jetzt loslässt. Jetzt nehme ich diesen sogenannten Tischbeinfaden, mache zunächst mal eine ganz einfache Schlaufe damit. Dann mache ich eine Schlinge, die ich mit dem Daumen der linken Hand festhalte. Und jetzt wickel ich mit der rechten Hand weiter und wickel diese Schlinge fest. Drei, vier Mal. Nehme wieder mein Messer. Ach, das habe ich ja noch nie gesehen, so. Dadurch. Ja, ich krieg das noch nicht hin. Und mache ich meinetwegen noch einen Knoten, wenn ich lustig bin. Jetzt mal Abschneiden. hochhalten. Das fertig Konstruktion. aufgebundene Rohr.